Hallo und herzlich willkommen zurück bei Half-Life 2. Wir haben Hallo. mittlerweile einen unserer Mitstreiter Hallo. verloren Genau. und sind jetzt nur noch zu dritt. Und mit dabei ist der Peacemaker Hallo. und der James, der nicht sprechen möchte. Hallo. Er ist schüchtern. Nur. Und ich. So, es müsste ja Na noch ein toll. zweites spawnen, oder? Na Ja. ja. Patrick ohne mich. Musst du auf der Ja, wir haben Fahrerseite mittlerweile das Glück. einsteigen. Ja. Achso, falsch eingestiegen. Ich trottel. Wir haben mittlerweile das Glück, dass wir jetzt ohne zusätzliche Leute unterwegs sind, was schon mal schön ist. Ja, das mit dem eigenen Server hat leider nicht so funktioniert. Allerdings haben wir uns einfach jetzt noch von einem zweiten Account, den wir noch über hatten, den einfach jetzt hier auf Genau. Stinks erstellt. Toll. Und Mit Fiese gefahren. genau. Fahr du mal, in der Zeit kann ich hier schon mal dann mich mal wieder auf offline stellen. Was war denn mit diesen Rumpeldingern? Müssen wir hier aussteigen? Können. Wir müssen, glaube ich, nicht. Ich glaube, dann Ja. steigen wir mal aus, oder? Weil eben diese Rumpeldinger halten halt die Antlions davon ab, uns anzugreifen. Ach Ja. so. Deshalb können wir dann quasi das Haus looten gehen, unbehelligt. Nein, ich glaube, wir müssen ja hier hin. Hier riecht es jetzt irgendwie nach Schinken. Von meinem Mittagessen, Ja, bei glaube mir ich, riecht noch. es nach Schinken. Total lecker irgendwie. Komm nicht rein ins Haus. Oh. Da. Ah, das war klar, dass PC natürlich wieder die erste Person ist, die alles weggeiert. Hier ist bisher ist noch nichts hier. Das ist für Ja, alle nur da. unendlich viele Granaten. Genau. Stopp, nicht kaputt machen. Ich glaube, die brauchen wir, um hochzukommen. Nö. Ach Natürlich. so, da hoch. Hat echte Nasen. Wer will denn da schon Hat hoch? einer die Gravity Gun? Ja. Jeder hat sie. Nein. Ich hab sie nicht mehr. Auf G? Ne. Nein. Ach, ihr Loser. Oder oben ist Dann ein holen wir das Ding da Poisonous unten Crab. wieder. Wow, Headcrab. Kaput. Genau. War da jetzt drin? Moni. Nicht für mich. Tja. Meine Das Moni. ist irgendwie gemein. Na gut, dann würde ich sagen, weiter. Hier hinterm Haus noch irgendwas? Ich glaube eher weniger. Nope. Schöne Aussicht. Mensch, wie hieß der eine Film nochmal, an den mich das jetzt so erinnert, mit diesen Arachnoiden hießen die da? Primos. Was? Primos. Nee. Danke, PC. Warte mal, hier hinten ist noch ein Zombie. Ja. Hat wieder einer alleine Spaß. Oh, die Frechheit, Ja, sorry, ey. ich hab's geschafft, doch noch da hochzukommen. Aber Ja. ich habe die Mächte des Jump'n'Run benutzt, die du eh nicht beherrschst. Eben. Das Das ist stimmt ja, echt ich. fies. Aber ich. Oh, du auch. Jetzt hätte ich beinahe gesagt Pirmin. Ja, was? Wieder zu viel mit Pirmin wie gespielt, bitte? ja. Ja. Wie bitte? Na, zu spät. Beziehungsweise in dem Fall zu früh gesprungen. Naja, egal. Wir gehen weiter. Komm schon. Nein! Wah, Bin ich denn jetzt hier bitte runtergefallen? Die Macht der Gravitation. Nee, Was jetzt mal tust du? ernsthaft. Das kann doch gar nicht sein. Warte, warte, warte. Pisi, nimm mich mit. Kannst doch Ich selber habe fahren. Angst Müssen doch jetzt allein. genug Autos Nein, da ich will sein. nicht. Ja. Toll. Au. Upsi. Gut, dass bei dir keiner mitgefahren ist. Bin zu viel Rückwärtsgang reingemacht. Alter, das Ding lässt sich gar nicht steuern. Ja. Au. Übel. Hat mir wehgetan. So, wo müssen wir denn jetzt rüber? Dahinter, glaube ich. War jetzt eigentlich auch nur mit Pisi mit, damit ich mich lustig machen kann darüber, wie schlecht er fährt. Und irgendwas verfolgt uns. Glaub, hier geht's aber auch nicht großartig weiter. Nee. Da oben am Haus vorbei. Ah ja, genau. Das Ding ist halt echt übel zu steuern. Ich könnte mal gucken, ob ich das vielleicht im Gamepad spielen kann. Aber ich Das glaube, wäre das wird natürlich nicht cool. besser. Wo? Ach ja, genau, hier ging es weiter. Stimmt ja. Hallo, Dots.
Hast du vielleicht Schinken in deinen PC gepackt, dass der jetzt anfängt zu brutzeln? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, das kommt irgendwie von den Nachbarn oder so. Mittagessenzeit. Ich habe Fenster offen, aber die Kühen sind hier eigentlich zu. Also ich weiß auch nicht. Da war übrigens ein Schiff. Ich glaube, da ist vielleicht auch Zeug, oder? Das kann sein, ja. Aber hier ist erstmal wieder so ein... Hui! Reust nie. Bremst. So, jetzt nix wie weg. Sofort alles geiern. Dann mach du mal. Nein! Das kann doch nicht ihr Ernst sein jetzt hier. Hier wäre Leben. Da ist ein Combine übrigens. Knuffig. Au! Noch einer. Schon mal weggeknallt. Da ist noch einer. Jetzt muss ich vielleicht doch mal eine Waffe nehmen. Alter Falter. Was machen die denn da? Kinder. Östliche Combine-Kinder. Kinder oder Inder? Ja. Oh, meins! Ne. Scheint, das kann man spionieren. Ja, was sieht man? Haus mit Menschen drin. Na komm, geht ran. Ja. Oder oben ist der G-Man auch noch. Und unterhält sich gerade. Wie nutzt ihr das? Geht ihr einfach hin und drückt E? Ja, dauert ein bisschen. Tut sich bei mir nichts. Ich habe auch so zwei, dreimal drücken müssen, bis es geklappt hat. Gibt schon ganz viel, aber da tut sich nichts. Hm. Ihr habt's kaputt gemacht. Na, ist halt ein Einwegfernglas. Jetzt. Nein! Oh Mann! Ach, jetzt. Ja, da ist ein Safehouse. Mhm. Das habt ihr auch gesehen, ne? Genau. Ja. Habt ihr den G-Man gesehen? Der ist da oben im Fenster. Und unterhält sich mit jemandem. Nee, ich sehe den nicht. Okay. Also sieht zumindest nach G-Man aus. Oben im Fenster und unterhält sich mit jemand. Naja, vielleicht ist er mittlerweile schon wieder weg. Das kann auch sein. Ein sehr scheuer Geselle. Na gut. Achso, ihr sitzt schon in den Wegen. Hm? Ich komme. Gleich, bald. Eventuell, demnächst. Halt, stopp. Da war ich noch nicht. Ja. Voll gut, ey. Jetzt bin ich fertig. Ich bin fertig mit einem. Dann los. Wow, atemberaubende 230 Frames. Wenn das heutzutage auch mal so wäre mit den normalen Spielen. Das sind, glaube ich, auch mehr oder weniger so Fake-Frames, weil du hast, also da hatte ich bei Black Mesa zum Beispiel auch, dass da trotzdem so ein paar Mikrogler drin waren. Aber ich glaube, da kommt die Engine dann einfach nicht mehr hinterher, weil die ist ja auch schon mittlerweile 10 Jahre alt. Oh, älter, älter. Ja, 12 oder paar. Au, hör auf, die Kisten an den Kopf zu schmeißen. Wir sollten öfter Granaten werfen, oder? Ja. Moment, wenn wir doch eh schon mal den Spaß hier machen können. Oh, hallo. Hier. Oh. Hier. Alter, jetzt bleib doch mal rein. Hm. Na dann nicht. Flup. So, dann geht's weiter. Ha! In der King. Ja, ja. Hier hinten war Munition drin, ne? Oh ja. Ja, aber auch nur für die Uzi. Achso, schade. Ich glaube, der James kann nicht gut Auto fahren, oder? Niemand kann gut Auto fahren in diesem Spiel. Ja. Könnte sein. Wusch!
Kopf. Und diese Viecher hier, gibt es eigentlich eine Story zu denen? Das sind halt auch irgendwelche Aliens. Nein, sag bloß. Story gibt's da glaube ich nicht. Die haben sich halt, weiß nicht, wie sie die ja noch. Nee, ich glaube, die kamen ja auch von draußen irgendwo. Ich glaube, die entwickelt haben sich nicht. Nee, schon schnell, du musst kommen. Jetzt sollte niemand herumlaufen, die Kurve in der Nähe. Ja, ja. Ah ja. Boah, das ist eine Rakete. Mhm. Ah ja, genau, die könnte ich noch mal kaputt holen. Ach, hier müssen wir jetzt gegen den Helikopter kämpfen. Genau. Kommt ihr her, geht's weiter. Story und so. Oh. Ich komme gleich rüber. So, wo war ich? Ach ja. Mit Hilfe der Lasersteuerung kann das Geschoss an der Verteidigung des Hubschraubers vorbeigelenkt werden. Das wird den Feind zunächst nur irritieren. Aber wenn sie lange genug überleben, um mehrmals zu treffen, fällt die Belohnung dafür umso höher aus. So, wer ist der Glückliche, der ihn im Gefecht einsetzen wird? Ach ja, Gordon Freeman. Wahrhaft ein Freiwilliger ohnegleichen. Colonel Odessa Cabbage zu Dienste. Na toll. Wo ist er denn? Auf welcher Taste? 5 müsste das sein. Ja. Ja, ich hab ihn. Oh. Ja. Komm. Schön. Nice. Was? Wo hast du wieder drauf? Meine letzte Rakete noch nicht explodiert, die ist mir gerade voll in die Fresse geflogen. Blöd. Sie haben den Hubschrauber erledigt, Dr. Freeman. Ihr Ruf, mein Herr. NLO an Leuchtturm, kommen. Hier spricht Colonel Cabbage. Kommen bitte. Das war's? Genau, wir müssen jetzt halt da hoch zum Leuchtturm. Na gut, dann weiter. Schade, ich hab gedacht, da kommt noch irgendwie was Cooles. Passt schon. Und ist oben noch was? Habt ihr danach geguckt im Haus? Nee, ich noch nicht. Also hier sind Health Packs, ja. Brauche ich ja gerade nicht. Aber sonst sehe ich jetzt hier auch gerade nicht so viel. Immer noch ein Stockwerk höher. Ah, da sind noch Raketen. Ah. Oh ja. Und mach auf. Ja. Du, PC, wo bist du? Ich bin gerade wieder draußen. Richtung Auto. Nehme ich das. Ah. Bin so faul. Tja. Siehst du mal. So, Tor ist auf, dann können wir los. Also ich muss sagen, die Ravenholm-Map fand ich irgendwie geiler. Mhm. Das hier ist wieder so dieses ewig lange Hin- und Hergedümpel, ohne dass so viel Action passiert. Ja, aber ich finde es wieder, das fand ich halt gut bei dem... Auch bei dem, ja, wie gesagt, bei dem Spiel ist halt so viel Abwechslung da mehr oder weniger drin ist. Also du hast halt diesen Ravenholm-Level, der hat dann so ein bisschen an Horror-Shooter erinnert. Du hast jetzt hier diese Passagen, wo du halt viel im Auto rumfährst. Du hast die normalen Kampfpassagen. Mhm. Das ja, ist das halt ist schon recht. Praktisch. So, du fährst. Oh nein. Ja, ich weiß, ich werde das schon bereuen. Ich habe es schon bereut, bevor ich das gesagt habe. Ich hab was überfahren. Warte, oh. Da ist was. Muni. Hier, anhalten. Meins. Oh, weiter geht. Nicht ins Wasser fahren. Ja. Nicht ins Wasser fahren? Nee, dann bleibt das Auto stehen. Oh. Kriegst du ein neues? Nee, kannst du mit der Gravity-Gun wieder rausholen.
wo fahren wir jetzt hin? Hier rüber. Ich stirb. Na, ich glaube, das bringt mir nichts. Gott, ey, die Maus hängt. Ja, ja, die ist halt irgendwie. Hier ist, glaube ich, so ein Auto-Aim-Dings drin. Ja, also mit der Waffe von der von dem Fahrzeug zielen ist unmöglich. Ja. Oh, oh! Meine Fresse! Moment. Hallo! Easy, Vorsicht! Da kommen noch mehr! Nahkampfziegel. Oh shit. Und runtergekommen. Das ist super Sache. Meine Fresse. Tschüss. Gerade als ich jetzt auch geschossen habe, ich hätte ihn erwischt. Ja. Leben. Ihr Killabstauber. Oh, Assi. Ich bin fast tot. Achso, du auch. Auch. Ich habe ich hatte eben 6 HP, wie ich die Leiter hoch bin. Ah. So gehen wir da jetzt eigentlich hoch? Wir müssen jetzt die Autos hier hochziehen. Mit dem Kran. Achso. Sachen, ey. Bin ich beinahe runtergefallen. No. Alter! Die sind ja drauf. Schade. Oh fuck, mich zerlegt sie gleich. Mhm. Wieso sind die so krass drauf? Das gibt's doch nicht. So, sehr schön. Habe ich die jetzt erwischt? Alter, Alter. Oh. So. Echt nicht ohne. Nee, ich habe ihn nicht erwischt. Fuck. Jetzt. Das ist noch mehr. Noch mehr? Ich komme ins andere Auto nicht ran. Ja, echt nicht? Nee. Müssen wir es anders hinstellen? Ja, aber... Oder meinst du, das respawnt dann oben? Alter, die scheiß Dings ist voll. Ich glaub, da kommen wir über die Brücke, kommen wir im Auto oben zu, Leute. Oh, oh, oh. Die Deckung, ich lade nach. Oh, nee. Ich muss jetzt aber knicken. Oh! Oh, Leben. Wenigstens noch einen mitgenommen. Yay. Nee. Na ja, gut, dass wir jetzt noch den Bot als Spawnpunkt dabei haben. Ja, ja, das ist gar nicht so verkehrt. Was denn? Seid nicht so negativ, ich bin immer noch da. Gut, dass wir den Bot dabei haben als Spawnpunkt. Ist jetzt aber hier auch gerade wieder eine Zeit, mal die Folge zu beenden. Ja, wird es? Wir haben doch keine 20 Minuten voll. Ja, in 10 Sekunden haben wir 20 Minuten voll. Stimmt. Aber ich habe hier alles leer gemacht, alles gut. Gut. Könnt kommen. Fein gemacht.
Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Und dann sind wir hoffentlich viel professioneller als eben. Sind wir die ganze Zeit schon? Lol, nee. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao.